Hallo und willkommen zurück bei System Shock 2. Wie ihr vielleicht seht, habe ich... ja, ich glaube nicht, dass man das sehen kann, aber ich bin jetzt bei... auf Technik gegangen, und zwar auf Hacken und Standardwaffen. PC habe ich keine mehr. Jetzt habe ich Stärke. Warum ist Stärke hier? Okay. Gut, und jetzt will ich... Also wir sind ungefähr so weit wie vorher. Jetzt will ich das noch auswählen und ich nehme... Auch Cyberimplantate oder wie da was das sind, nehme ich. So habe ich jetzt 23 und die gebe ich jetzt gerne aus. Und zwar will ich zuerst mal ein bisschen die Forschung drauf tun und will reparieren, modifizieren. Habe ich schon ein Reparierkit? Nein, also mir ist aufgefallen, dass beim Hacken er ein bisschen mehr davon gebrauchen könnte. Modul, ich habe jetzt noch 10. Ich. Was? Ich dachte, ich hätte alle getötet. Gut. Okay, der ist jetzt tot. Die habe ich nicht genommen, aber nehme ich jetzt und esse die. Ja. Hacken. Ah. Gut, wenigstens beim ersten Mal. Wow! Nachladen. So, die leichte Kampfrüstung, das haben wir in der letztes Mal bemerkt, das sind beides die gleichen. Moment, mit Forschung. Berecht keine. Die Logs habe ich eigentlich auch nicht alle gelesen. Und sonst sind wir so weit wie vorher auch. Also, hören wir uns mal die Logs an. Hey Doc, ein Überwachungsroboter kam gerade vorbei. Er hatte Befehle von Ihnen, diesen Soldaten in die Erholungskältekammer zu stecken. Ich bin kein Cyberarzt, aber ich erkenne Implantate. Sie wissen doch, dass diese Cyberdinger der Klasse R nach dem Fiasko auf der Station Citadel verboten wurden. Aber hey, ich arbeite ja bloß hier, oder? Okay, das haben wir noch nie gehört. Sonst noch etwas? Was ist das? Warum hört keiner auf mich? Haben die Sicherheitsprotokolle im Xerxes-System sind... Ich sollte gegen 0430 beim Ausladen des Shuttles helfen, das von Tau City zurückgekommen war. Gut. Murray, ich muss das Technikdeck zur Sperrzone erklären, bis wir herausgefunden haben, was da unten zu unternehmen ist. Zu viel Strahlung. Ich weiß nicht, wohin die Schutzanzüge alle verschwunden sind. Deshalb muss ich einen Haufen Spritzen mit Strahlungsserum mitnehmen. Von dem verdammten Zeug kriege ich immer Kopfschmerzen. Ah, das haben wir... Moment, ist das Orangensaft? Eine Saftflasche. Was gibt eine Saftflasche? Auch nur Leben. Ein Leben, um genau zu sein. Gut, wo waren wir? Ja, genau, hier. Ich kann die Lacroix nicht erreichen. Alles fällt hier auseinander. Mitglieder meines Teams verschwinden einfach. Die Lecks in den Abluftschächten haben einen Kurzschluss im Hauptzugangskanal erzeugt. Und das bedeutet, dass wir Notstrom verwenden müssen, bis wir das repariert haben. Das heißt auch, dass alle Aufzüge außer Betrieb sind. Marie, wo zum Teufel steckst du? Bitte zuerst Chemikalien einfüllen. Gut.
dann gehen wir und öffnen. Hier ist wieder so die Kampfmusik. Waren wir da unten schon? Ja, ich habe alles hier platt gemacht. Also es sollte alles gut gehen. Moment, wir sollten ja eigentlich ins Forschungslabor, also hier irgendwo hin. Okay, was bedeutet die 3, die 2? Ah, Kryo-Erholungsraum. Hier gibt es einen Kryo-Erholungsraum. Okay, das will ich gerade sehen. So, jetzt nach hier entlang. Das ist doch kein... Das ist kein Kryo-Erholungsraum. Oder habe ich es falsch gelesen? Egal, was wollte ich eigentlich? Ah ja, zu den Chemikalien. Und die Chemikalien waren, glaube ich, hier entlang. Mein Motor jetzt. Nein, von da sind wir hergekommen. Gut, ich weiß. Gut, hier. Gut, dann nehmen wir von jeder Chemikalie eins. Objekte fallen gelassen. Von hier aus, dann erforschen wir. Das sind doch die Chemikalien. Ah, so. Okay, schauen wir uns mal, was das zu bieten hat. Macht das von selber weiter? 42 war es gerade. Durchsuchen wir die Kissen hier, gut. Ja, es hat von selber weitergemacht. Gut. Also müssen wir nicht dabei sein. Sehr gut. Aber ich würde ja schon gern wissen. Forschung abgeschlossen. Bericht. Okay, Zusammensetzung. Analyse, Diät. Empfehlung. Gut, die Empfehlung würde ich gern lesen. Der Organismus ist durch die gleichen Faktoren verletzbar wie ein Mensch. Allerdings deutet die physiologische Änderung auf chemische Prozesse hin, die wir noch nicht verstehen. Weitere Analysen ähnlicher Organismen kann uns hier vielleicht weiterhelfen. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zur Forschung. Und so ist das gemeint. Gut, dann sind die wertlos. Nur einer davon ist. Moment mal, habt ihr das gehört? Das große, schwere Teil macht Glück. Und das kleine werfen hier mal. Bam! Interessant, interessant. Also weiter geht's. Forschungsraum wollte ich. Aber wo im Forschungsraum? Moment, gibt es hier irgendwo eine Tür, die nicht aufgekriegt werden konnte? Werden wir gleich hier sehen. Einmal links, einmal rechts. Nein, es hat mich nicht erschreckt.
Ah. Sie haben mich nicht enttäuscht. Ich sende die Cybermodule. Gut. Nachladen. So. Und wieder meine Handfeuerwaffe, denn seien wir mal ehrlich, die sind okay, dieser Raum hier geht nicht weit. Ah, da sind wir also. Oh. Warum hat er nichts? Was ist dieser Raum denn gut, wenn er da nichts drin ist? Dr. Watts lebt und ist in seinem Büro. Er müsste den Code für den Wartungsschacht kennen. Schnell, er ist schwer verwundet. Lassen Sie ihn nicht sterben, bevor er Ihnen die Nummer mitgeteilt hat. Okay. Gut, 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 gut. Wir müssen uns beeilen, das ist ganz offensichtlich. Chemikalie benötigt? Was für ein Ah, sehr gut. Wartungsarbeit. Sehr gut. Was haben wir hier? Nichts. Und was ist das? Ah, Schrottflinte, Splittermunition. Und eine weitere Disk zum Lesen. Also zum Hören. Also ich find's toll, dass schon so früh in einem Spiel das Zeug vorgelesen wurde. Finde ich praktisch. Und der Typ soll leben. Oh. Wo wurde es fallen gelassen? Ah, da. Gut. So. Aufnehmen. Knarre. Okay, dann ist er hier drin. Gut. Ein kurzer Moment. Nehmen wir noch so eins, denn wir wissen ja nicht, was uns da drin erwartet. Dein Lied ist nicht unseres. Dein Lied ist nicht unseres. Okay, ich habe zwar nichts gesungen, aber wenn du meinst. Gut. Was haben wir denn da? Oh, immer das mit dem. Ja, wir haben zwei davon, das bringt ja nichts. Forschung abgeschlossen. Erstmal gut. Miserabel. Sehr gut. Dann entladen wir. Und weg mit dem Scheiß. Aha. Sie sind nicht tot. Sie wollen dich, verstehst du? Sie wollen dich als Wirtskörper. Hau ab! Okay, zwei neue Dateien. Funktioniert das? Ja, das würde funktionieren. Das.
Verdammt. Komm schon! Ah, sehr gut. Nein, das will ich gar nicht. Okay, und was hast du? Wenigstens Naniten. Das ist gut. Sie wollen mehr und keine. So, also jetzt Körper. Gut, in dem Fall hören wir uns mal die Texte an. Und das ist hier kein Weg. Zusammensetzung, bla bla bla. Empfehlung. Der neurale Aufbau dieses Tiers ähnelt der menschlichen psionischen Struktur. Wahrscheinlich besitzt diese Affen also Psi-Fähigkeiten. Sie sind aber, wie alle anderen organischen Wesen, durchaus verwundbar. Okay, das wussten wir ja schon. Aber ups. Aber hey, ja. Wartungsarbeit. Okay. Gut, dann weiß ich, was als nächstes kommt. Wartungsarbeit. Ja, wir wollten ja ein bisschen Musik. Ah. So, hier. Was? Seitdem wir Tau City erreicht haben, benehmen sich die Laboraffen seltsam. Schwester Lösser nahm einen aus dem Käfig, da er für eine Vivisektion gebraucht wurde. Und die anderen, ich meine die gesamte Gruppe, standen auf ihren Hinterbeinen und heulten. Das war kein Zufall, das war ein Protest. Ja. Ein Protest, gut. Und nächstes bitte. Diese Mission hätte vor dem Verlassen der Erde abgesagt werden sollen. Es ist uns nicht gelungen, das Auslaufen der Reaktor-Kühlflüssigkeit auf Deck 1 aufzuhalten. Ich habe den Befehl erteilt, dort unten Schutzanzüge zu verwenden. Ich weiß, Sie glauben, das wird eine Panik verursachen, aber es ist besser, als wenn alle radioaktiv verseucht werden, oder? Da hat die gute Frau recht. Wow, so viele. Dann nächstes. Wer hatte denn die Schnapsidee, die 150 Affen an Bord zu bringen? Geschah das vielleicht aus wissenschaftlichem Interesse? Wie steht es dann mit dem Interesse an der Hygiene? Hat jemand eine Ahnung, was 150 Laboraffen in dieser Hinsicht täglich produzieren? Die armen Affen. Sie kommen an Bord, sind Teil des größten Raumflugs der Geschichte. Und dann werden sie im Namen des Fortschritts in kleine Stücke zerhackt. Ja, der Mann hat recht. Oh. Okay. Von hier aus sind wir rübergekommen. Aber können wir auch irgendwie darüber? Sieht so aus, als wäre da ein Schacht, aber... Wie kommt man da rüber? Das erfahrt... Feindliche Laser aktiviert? Patient Watson starb um 02:40 aus unbekannten Gründen. Obwohl Atmung und Hirnfunktion ausgesetzt haben, zeigt der Körper und ebenso der Parasit noch autonome Bewegungsfunktionen. Um 08:47 sprach der Patient sogar noch mit einer Krankenschwester. Die Autopsie soll um 16:30 stattfinden und dann werden wir wissen, was in diesem Lazarus steckt. Komm schon. Ah. Sehr gut. Wir haben Naniten und anderes Zeug gekriegt. Verdammt.
Gut. Also, und weiter geht's mit dem Zuhören. Angela, es mag zwar so aussehen, als ob die Laboraffen miteinander kommunizieren, aber ich versichere Ihnen, das ist unmöglich. Sie behaupten, dass ein Affe per Handzeichen einem anderen den Code für einen Vorratsraum mitteilte und dass jener Affe ihn dann öffnete. Wie Sie sicherlich wissen, wurden Zehntausende von Studien betreffs der Intelligenz von Primaten durchgeführt und es gibt nicht den geringsten Hinweis darauf, dass diese ein auch nur annähernd zu komplexes Verhalten an den Tag legen. Also haben Sie entweder ganz allein bewiesen, dass alle Verhaltensforscher sich geirrt haben oder Sie brauchen ganz dringend Urlaub. Vielleicht hat sie es bewiesen. Egal. Und ja, die Affen können sogar Psi-Kräfte nutzen, also von dem her. Ich kriege keinen Kontakt mit den Leuten auf dem Technikdeck. Da die Aufzüge defekt sind, muss ich durch den Notschacht im Wissenschaftsbereich runter. Ich glaube, der Zugangscode befindet sich im Labor von Watts. Schon wieder Kampfmusik. Gut, und der nächste Beitrag ist von... Wir haben ein Funksignal von der Oberfläche von Tau Ceti 5 empfangen. Ich verhandelte mit Captain Diego von der Rickenbacker und nach einigen zwingenden Argumenten stimmte er zu, zusammen auf dem Planeten zu landen. Stell dir vor, diese geschichtsträchtige Mission kann also noch historischer werden. Erst Kontakt. Und wer wird die Exklusivrechte für alle Medien, Patente und Landschenkungen erhalten? Drei Optimum. Miri, ich habe dir gesagt, das würde sich lohnen. Okay, gut. Und... Verdammt, diese Bronson und ihre blöden Methoden. Sie hat schon wieder den Code für das Waffenlager im Medizinbereich 2 geändert. Jetzt muss ich zurück auf Deck 4 und den Code herausfinden. Die sollte jemand mal fertig machen. Okay. Polito. Marie, tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber ich habe an dem Artefakt gearbeitet, das Bayless von Tau Ceti 5 zurückgebracht hat. Ich habe eine Analyse der dritten Ebene durchgeführt. Ich glaube, es handelt sich um eine Art künstliche Intelligenz. Ich habe in Ihrem Speicher eine Audiodatei gefunden. Hör dir das mal selbst an. Mary, ich glaube, das Ding spricht Deutsch. Gut, das haben wir auch schon mal gehört. Hier. Toll, du bist fantastisch, weißt du das? Ich habe die ganze Zeit versucht, nicht an dich zu denken. Was für ein Idiot ich war. Ich liebe dich, Rebecca. Und jetzt habe ich einen Plan. Ich habe mich beim Kapitän eingeschmeichelt, damit er mich... Anatoli, ich spiele bei diesen Intrigen nur zu einem gewissen Punkt mit. Dann reicht's mir. Reden wir mal Klartext. Wir können uns gegenseitig nicht ausstehen. Wir haben bei dieser Mission jeweils unsere eigenen Ziele. Also, hier ist eine Warnung. Ich lasse mich nicht ausmanövrieren, betrügen, manipulieren oder bestechen. Gehen Sie ehrlich mit mir um und sparen Sie sich Ihre Tricks für die nächste Aufsichtsratssitzung. Nur weil mein Vater ein Gauner war, bin ich noch lange keiner. Was? Er kann dir mit einem Schlag töten? War dich schon verletzt? Gut. Ja, der Vater war ein Gauner, aber er nicht. So ganz so. Deck 1 bis 5. Gut. Ich glaube, so langsam sollten wir das haben. Es ist jetzt 16:30. Autopsie an A. Watson. Wir machen nun den ersten Einschnitt. Halten Sie ihn fest! Ich versuch's! Halten Sie ihn fest! Was? Moment. Watson? Aber der hat uns gesagt... Was? Moment. Schon gut, reg dich ab. Der Zugangscode zum Schacht ist 12451. Ich habe eine Autopsie um 16:30, aber danach können wir auf dem Freizeitdeck ein Bier trinken. Hast du Lust darauf? Okay, wir sind da. Keine Zeit für Selbstbeweihräucherung. Gehen Sie durch den Schacht zur Technikebene und stellen Sie den Primärreaktorkern um. Dadurch erhält der Aufzug wieder Strom und Sie können zu Deck 4 hochfahren. Machen Sie schon. Ja, ich bin schon dabei. Sie
sind jetzt auf dem Technikdeck. Finden Sie den Reaktorkern und stellen Sie ihn um. Dadurch erhalten die Aufzüge wieder Strom. Ich empfange seltsame Signale von dort unten. Also seien Sie vorsichtig. Okay, gut. Wir haben etwas erhalten. Was war das? Ah, so einen Scheiß brauchen wir ja nicht. Und Deck 1. Ah, das ist das Technikdeck. Ach so, so. Software? Egal. Also zu den Logs. Deck 1. Jetzt sind nur noch ein paar von uns übrig. Kurz nachdem Valdez starb, bin ich etwas durchgedreht und habe alles zerlegt. Aber weißt du, da habe ich zwei weitere Spritzen mit Strahlungsserum gefunden. Hoffentlich halte ich damit durch, bis ich eine Methode finde, um an dieser verdammten Automatikkanone vorbeizukommen. Wer ist da? Delacroix? Sanger? Gut. Ich glaube, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.